Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch mal wieder eine Himbeersahnetorte. Dieses Mal eine ganz besondere, denn sie hat ganz viel Frucht. Das ist eine Torte für Himbeerliebhaber, so wie mein Mann, der sie zum Geburtstag bekommen hat. Ich verrate nicht zu welchem, aber es war einer mit einer Null hinten dran. Und mein Mann liebt Himbeeren seit seiner Kindheit. Da muss es natürlich diese Torte sein. Die Torte besteht aus meinen beiden Biskuitböden. Zweimal der helle und einmal der dunkle. Ich habe hier auch noch verschiedene Größen, das muss aber nicht unbedingt sein. Und natürlich, es ist diese fantastische Himbeersahne, die die Torte wirklich zu einer Geschmacksexplosion bringt. Wir backen uns die Böden am Vortag vor. Die beiden Videos verlinke ich euch hier oben auf dem kleinen i und alle anderen wichtigen Infos, Zutaten und Link zum Rezept und so weiter findet ihr hier unten wie immer in der Infobox. Da könnt ihr dann auch alles nochmal nachlesen und eben wie gesagt das Rezept auch ausdrucken. Wir starten dieses Video gleich mit der Zubereitung unserer Himbeer-Sahne-Creme. Für unsere Creme, die wirklich viel Frucht beinhaltet, benötigen wir 12 Blatt Gelatine, damit es auch hält. Die wie immer in kaltem Wasser einweichen. Das darf so 5 bis 10 Minuten sein. Die stellen wir uns gerade beiseite. 500 Gramm tiefgekühlte Himbeeren, die habe ich mir so ein bisschen antauen lassen. Die gebe ich mir in einen Topf. Dazu kommen 2 Esslöffel Puderzucker und die werde ich mir jetzt auf dem Herd so ein bisschen aufkochen und verrühren und danach durch ein Sieb streichen. Man kann die Himbeeren beim Kochvorgang auch schon so ein bisschen zerdrücken. Die Masse sollte ruhig einmal schön aufkochen und dann aber auch wieder abkühlen, denn die Gelatine darf nicht in eine kochende Flüssigkeit. Wenn ihr das Rezept mit Agatine zubereitet, dann könnt ihr in der durchsiebten Masse die Agatine dann 2 Minuten sprudeln, kochen lassen. Ihr seht, es ist schon alles gut zerdrückt. Und wenn man jetzt die Masse noch durch ein Sieb streicht, dann sollte das Püree auch recht ordentlich werden. So, ich glaube, das Pürieren kann ich mir auch sparen. Ich streiche jetzt mal die Masse einfach durch ein Sieb. Vielleicht am besten in 2 Portionen. Dadurch werden die restlichen Himbeeren ja auch noch zerdrückt und ich denke, das reicht dann so. Ihr könnt es dann auch nachher noch mal pürieren, wenn ihr wollt. So, gerade noch hier unten den Rest mit in unsere Schüssel geben. Die Kernchen habe ich schon entfernt. Das waren wirklich viele. Und am besten eine Schürze anziehen. Ich habe mich natürlich gleich voll gesaut. Sehr schön, unsere Himbeerfarbe. Da muss man natürlich nichts mehr pürieren. Es ist ja jetzt alles wundervoll durchgestrichen durch das Sieb. Hier können wir jetzt unsere Gelatine drin auflösen. Unsere Gelatine ist in der Zwischenzeit auch gut ausgequollen. Die gerade zwischen den Händen ausdrücken, damit wir einfach das überschüssige Wasser loswerden. Das Wasser kommt weg. Wenn die Flüssigkeit noch warm genug ist, dann kann man jetzt die Gelatine darin einfach auflösen. Sonst sie gerade noch mal kurz warm machen, aber nicht kochen lassen. Ganz, ganz wichtig, denn das mag die Gelatine gar nicht, dann hält eure Creme nachher nicht. Die Gelatine löst sich in der warmen Himbeerflüssigkeit auf. Und sollte die Flüssigkeit schon zu sehr abgekühlt sein, dann einfach gerade nochmal in die Mikrowelle oder auf den Herd kurz. Ich gebe sie dann immer 600 Watt, 30 Sekunden in die Mikrowelle und die Gelatine ist vollständig gelöst. Die Mischung gerade zum Abkühlen auf Zimmertemperatur beiseite stellen. Während unsere Gelatine-Himbeermischung abkühlt auf Zimmertemperatur, geben wir schon mal den Magerquark, und zwar 500 Gramm in eine Schüssel. Ihr könnt hier auch Halbfettstufe verwenden oder auch Sahnequark, ganz nach Geschmack. Ich verwende fast immer Halbfettstufe. Dazu kommen 150 Gramm Schmand, 120 Gramm Zucker, ein Esslöffel Vanillezucker. Ich mache mir den immer selber, indem ich mir einfach ausgekratzte Vanilleschoten in ein Glas gebe und das dann so miteinander verschüttle. Ich gebe noch 3 Esslöffel Zitronensaft hinzu. Ungefähr 3. 1, 2. Also ungefähr den Saft einer halben Zitrone. Und wer möchte, kann jetzt noch etwas Himbeergeist hinzugeben. 3 Esslöffel. Das alles miteinander verrühren, bis der Zucker sich schön aufgelöst hat. Dann können wir es gerade auch beiseite stellen und uns die Sahne steif schlagen. 400 Gramm kalte Schlagsahne erst anschlagen und dann wie immer schön steif schlagen.
So, die Sahne ist schön steif geschlagen. Jetzt werden wir die Himbeergelatine mit der Quarkmasse angleichen. Das heißt, wir werden hier einfach etwas Quark reinrühren. Ungefähr 6 Esslöffel nehme ich jetzt erstmal. Möglichst schnell verrühren. Und halt schauen, ist die Temperatur ungefähr ähnlich. Wenn das hier noch etwas wärmer sein sollte, dann noch etwas mehr von der Quarkmasse hinzugeben. Und sobald die beiden Flüssigkeiten, also unsere Quarkmasse und die Himbeermasse, miteinander angeglichen sind, können wir die Himbeeren ganz unter die Quarkmasse rühren. Einfach dazu fließen lassen und schön verrühren. Was für eine wunderbare Farbe sich jetzt ergeben hat. Sehr, sehr schön. Diese Flüssigkeit jetzt so 10 bis 15 Minuten angelieren lassen und dann können wir uns die Sahne darunter heben. Während die Himbeer-Quark-Creme angelieren darf, werde ich schon mal den ersten Boden einmal durchschneiden. Das ist jetzt ein 2/3 Sugar Princess Biscuit, 26 cm, von der Höhe her 3 cm. Das heißt, ich schneide ihn auf 1,5 cm durch. So haben wir jetzt zwei wunderschöne Böden und ich hatte noch einen dritten Boden von den letzten Torten, die ich euch gezeigt habe, einen dunklen Boden im Tiefkühler. Der hat allerdings nur 24 cm, aber das macht nichts, der kommt in die Mitte. So sieht der 24er Boden aus. Den werde ich jetzt gerade noch mal einmal hier von seiner Backhaut befreien und den schneide ich auch, damit alle die gleiche Höhe haben, auf 1,5 cm. Und der Boden ist fertig für die Mitte unserer Torte. Der kann auch ruhig 26 cm haben oder ihr könnt ihn auch weglassen. Also der muss nicht unbedingt sein, aber es macht halt nochmal einen speziellen Effekt in der Torte. So, meine Masse ist etwas angeliert. Man sieht das einfach immer daran, wenn sie so ein bisschen dicklich wird. Sie sollte nicht zu lange kalt stehen, nur so eine Weile, 10 bis 15 Minuten maximal, bis sie so ein bisschen dicklicher wird. Dann seht ihr, aha, das ist der richtige Zustand, jetzt kann ich die Sahne unterheben. Am besten in mehreren Portionen. Einfach sanft hineinrühren. Wunderbar, jetzt noch den Rest. Was für eine wunderschöne Farbe sich jetzt hier ergibt. Genau die richtige Farbe, um meinen Mann glücklich zu machen. Himbeerrosa. Sehr vorsichtig und sanft unterheben die Sahne. Wir wollen ja auch noch eine schöne sahnige Masse haben. Sonst brauchen wir sie ja gar nicht erst aufzuschlagen. Nochmal mit dem Spatel außen rumgehen. Das unten, das sieht man immer hier unten, bleibt noch was hängen. Das muss miteinander verrührt werden. Das geht mit dem Spatel wiederum besser. Und sobald alles eine schöne homogene Farbe hat, können wir uns die Torte auch schon füllen. Sehr schön. Unsere wundervolle Himbeersahnecreme ist fertig und wir werden uns die Torte füllen. Der erste Boden ist auf unserer Platte. Wir stellen den Tortenring darum. Wie immer gut festziehen, aber nicht zu fest, denn es müssen ja noch zwei weitere Böden hinein. Der erste Teil der Himbeersahne kommt jetzt auf den Boden, ungefähr die Hälfte. Danach brauchen wir noch mal eine Hälfte und ein bisschen was lassen wir uns für ganz oben zurück. Das war die erste Hälfte. Natürlich schön glatt streichen oder einfach verrütteln, je nachdem, wie flüssig jetzt eure Himbeersahne geworden ist. Wunderbar. Und jetzt kommt der optionale Teil mit meinem Schokoboden. Den werde ich jetzt hier so drauf gleiten lassen, dass er genau mit einem schönen 2 cm Rand aufliegt. Also man muss so ein bisschen tricksen, dass das auch gut klappt. So, ein bisschen verschieben kann man ihn ja noch. Und den jetzt gut andrücken, vorsichtig. Und der wird jetzt gleich umhüllt von Creme. Beim Gießen aber nicht vergessen, noch etwas für ganz oben, für den letzten Boden übrig zu behalten.
ungefähr. Wirklich gut verrühren. Ich sehe schon, ich habe so ein bisschen was nicht ganz verrührt. Das jetzt wieder einstreichen, dass der Boden ganz bedeckt ist. Der kommt dann sozusagen als Überraschung raus. Wieder wunderbar glatt streichen. Perfekt. Ja, jetzt lassen wir uns den zweiten Boden oben aufgleiten. Es sollte jetzt eigentlich genau reinpassen. Und auf diesen Boden kommt jetzt der Rest der Creme. Wieder glatt streichen. Jetzt muss natürlich unsere Torte für mindestens 3 bis 4 Stunden, besser noch, wie immer über Nacht in den Kühlschrank. Und dann sehen wir uns zum finalen Dekorieren wieder. Die Torte war bei mir über Nacht im Kühlschrank, schön abgedeckt mit einer Haube und sie ist perfekt fest geworden. Da tut sich einfach gar nichts mehr, wenn man daran rüttelt. Und ich werde sie jetzt aus dem Ring schneiden, vorsichtig, und dann werde ich den Ring wieder dran basteln, und zwar etwas höher, weil mein Ring sonst nicht ausreicht für die oberste Schicht. Los geht's, mit einem scharfen Messer vorsichtig hier außen herumschneiden. Und wie immer öffnen wir uns vorsichtig den Ring. Und wenn ihr schon wisst, dass ihr jetzt die oberste Schicht mit Himbeeren voll machen wollt und einen Guss drauf machen, dann könnt ihr ihn auch einfach hochschieben, so ein bisschen hochziehen, dass einfach unten der Boden rausguckt, dass wir genug Platz oben haben. Aber ich mache ihn jetzt mal ab, um euch die Torte auch zu zeigen. Und da ist unsere Hammer schöne Himbeertorte, eine super Farbe, muss ich sagen. Man könnte sie jetzt auch einfach hier mit Sahne dekorieren und oben einteilen und Sahnehäubchen aufsetzen. Aber ich hatte mir ja vorgenommen, dass es eine ganz besondere Torte sein soll, und das werde ich jetzt auch durchziehen. Und deswegen werde ich jetzt den Ring wieder ansetzen. Und zwar etwas höher einfach, dass ich Platz habe für meine Himbeeren. So, ich habe ihn mir wieder sauber gemacht. Und jetzt setze ich ihn am besten so hoch, wie der untere Boden ist. Also einfach noch ein paar Zentimeter höher. Es muss natürlich gleichmäßig hoch sein, wenn es geht. Dann kann ich festziehen. So, und somit habe ich jetzt die passende Höhe, um meine Himbeeren noch drauf zu kriegen. Und ihr seht, die passen genau drauf. Und die setze ich mir jetzt komplett oben auf. Ihr könnt sie auch einfach drauf werfen. Ungeordnet, aber ich finde es schöner, wenn sie so ein bisschen eine Ordnung haben. Das heißt, ich ordne sie um einen Mittelpunkt rum. So, das sind jetzt 375 Gramm und es reicht eigentlich nicht. Deswegen werde ich sie jetzt ein bisschen nochmal versetzen, dass auf jeden Fall überall welche sind. Ein bisschen weiter sie auseinandersetzen. Die Oberfläche ist mit Himbeeren bedeckt. Wenn ihr sie ganz bedeckt haben wollt und keine Lücken dazwischen, braucht ihr 500 Gramm Himbeeren. Ich hatte jetzt 375 Gramm und musste so ein bisschen Lücken lassen doch noch, denn sonst hätte es nicht gepasst. Jetzt werde ich mir den Guss zubereiten und hier noch drüber geben. Dann natürlich wird die Torte außen noch dekoriert. Für den Guss habe ich mir die Himbeerkerne mit etwas Wasser überspült. So hatte ich dann so eine Art Himbeersaft übrig. Ihr könnt aber auch natürlich ganz normalen Himbeersaft nehmen. 250 ml plus 250 ml frisches Wasser mit 4 Päckchen Tortenguss und 4 Esslöffeln Zucker. Zucker könnt ihr nach Belieben auch reduzieren, wenn ihr das wollt. Unseren Guss in einen Topf geben. Und der ist bei mir natürlich jetzt schon rot, weil ich eben, wie gesagt, die Kerne gespült hatte mit etwas Wasser. Unterrühren, aufkochen, 1 Minute kochen lassen. Er sollte schön dick werden, aber nicht zu dick, dass man ihn auch gießen kann. Zur Not etwas Flüssigkeit noch dazugeben. Und dann sollte der Guss auf jeden Fall etwas abkühlen, bevor er auf die Torte gegeben wird. Ein bisschen Flüssigkeit gebe ich noch hinzu, ein bisschen Wasser einfach. Sonst ist er zu dick und man kann ihn dann schlecht gießen nachher. So, den Tortenguss natürlich ein bisschen abkühlen lassen. 5 bis 10 Minuten, dabei immer gut durchrühren, damit er nicht schon dick wird. Nach dem Abkühlen nehmen wir uns einen Löffel und lassen den Tortenguss vorsichtig erstmal von der Mitte aus auf die Torte fließen.
Jetzt schauen, dass man wirklich überall noch hinkommt. Und wenn euch das nicht reicht, wenn ihr eine ganz flache Schicht haben wollt, müsst ihr natürlich noch etwas herrichten, noch ein bisschen mehr Tortenguss herrichten. Ich glaube, ich werde mir noch einen kochen und den noch drauf gießen, dass wirklich alle bedeckt sind, weil die sind einfach so groß und gucken noch raus. Der zweite Guss ist fertig. Ich hatte einfach sehr große Himbeeren und wenn man sie ganz bedeckt haben will, braucht man halt dann noch einen zweiten. Die sind wirklich groß, also da gucken schon einige raus immer noch. Aber jetzt ist auch die Form voll. So sollte die Torte jetzt bei mir aussehen, so hatte ich mir das vorgestellt. Jetzt lassen wir uns natürlich den Spiegel schön abkühlen und dann können wir die Torte aus dem Ring holen. Die Torte steht schön kalt. Sie sollte so ungefähr eine halbe bis eine Stunde wieder jetzt kühl gestellt werden, damit sie einfach sich schön festigen kann. Und in der Zeit können wir die Sahne schlagen. Einfach wie immer mit Sahne fest und Zucker nach Belieben. Ich habe hier jetzt 400 Milliliter Sahne, nehme zwei Tütchen Sahne fest und einen Esslöffel Puderzucker. So, das reicht erstmal fürs Einstreichen des Randes und für die Rosetten obenauf werde ich mir dann die Sahne noch etwas fester schlagen. Und natürlich könnt ihr die Rosetten auch weglassen. Ihr könnt die Torte natürlich beliebig variieren, das ist ja völlig klar. Aber bei mir soll sie halt besonders schön festlich aussehen. Nach der Kühlzeit wieder aus dem Ring schneiden, vorsichtig. Dabei sehen wir auch, ob die Schicht oben schon fest ist. Vorsichtig den Ring wieder lösen. So, einmal ringsrum einstreichen. Haben wir jetzt auch schon öfter mal gemacht. Alles schön gleichmäßig einmal ringsrum einstreichen. Wir ziehen uns die Torte so ein bisschen mit dem Spatel ab, dass wir so möglichst gleichmäßig überall was haben. Kann auch mit der Teigkarte sein. Sehr schön, alles ist ringsrum eingestrichen. Jetzt kann man beliebig verzieren mit dem Zackenkamm oder einfach so wie ich jetzt so eine Struktur eindrücken mit dem Spatel. Ich finde, das passt zu dieser Torte jetzt wunderbar. Einfach mal so ein bisschen dagegen klopfen. Sehr, sehr schön sieht die Torte auch so aus. Ihr könnt sie auch so lassen, natürlich, gar keine Frage. An jeder Stelle kann man einfach etwas weniger machen oder auch mehr. Ich werde jetzt noch die Sahne-Rosetten aufspritzen und da gehe ich wieder nach meinem 12 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr, 3 Uhr Prinzip. Dann sind sie relativ gleichmäßig, hoffentlich. Wir fangen mal bei 12 Uhr an. Und jetzt habe ich es einfacher, hier zwischen einfach 1, 2, 3 noch zu spritzen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch auf die Torte oben auf Eierchen setzen zu Ostern oder Herzen oder was auch immer euch gefällt und was ihr mögt. Bei mir kommen jetzt noch Schokoherzen oben auf. Ich setze jetzt immer ein dunkles Herz und ein helles Herz nebeneinander auf die Sahne-Rosetten. Das finde ich super süß für den Geburtstag. Und in die Mitte wird bei mir dann noch die Jahreszahl kommen. Sehr, sehr hübsch sieht unsere Torte aus.
diese Torte wird meinem Ritter ganz bestimmt Freude machen, das weiß ich. So viel Himbeere, wie da drin ist, da kann er gar nicht Nein sagen dazu. Er wird wahrscheinlich 3 Stücke hintereinander essen. Ich überlege jetzt, ob ich sie für euch probieren kann, darf, denn es ist wirklich ein runder Geburtstag. Aber ich denke, ein Stück werde ich anschneiden, damit ich euch auch das Innere zeigen kann. Lasst uns ein Stück probieren. Also, dann lasst uns probieren. Himbeere pur. Ich liebe diese vielen Himbeeren in der Torte. Schmeckt einfach traumhaft, lecker, fruchtig. Das war die wunderschöne Himbeertorte und ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Wenn ja, dann backt diese Torte gerne nach und schickt mir dann eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr wie immer hier unten in der Infobox. Dort findet ihr auch, das hatte ich eingangs schon gesagt, den Link zum Rezept auf meinem Blog. Da könnt ihr das Rezept ausdrucken. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns hier nächste Woche wieder um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut, viel, viel Freude beim Backen. Bleibt gesund. Tschüss!